Hallo, hier sind Defi und Jetzt, wir alle drei unter Dennis. So, ich sag auch mal alle Hallo. 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 Ach, Mensch, nicht so schüchtern. Was wir heute machen, wir machen heute den Monatsrückblick über den April 2021, was bis zum heutigen Tag kurz vor unserer Sendung noch passiert ist. Ich fange mal an. Und zwar, wir hatten ja in diesem Monat einige interessante Interviews, unter anderem mit dem Christoph Jentsch, demjenigen, der die DAO auf Ethereum mitprogrammiert hatte. Und das Interessante, was mir aus dem Gespräch im Hirn geblieben ist, ist der Satz von Christoph, den ich sehr bemerkenswert fand. Bitcoin braucht die Blockchain, um zu existieren. Und Ethereum, da braucht die Blockchain den Ether, um zu funktionieren. Das fand ich recht gut, die Bemerkung. Dann hatten wir den Johannes Pfeffer da, Vordenker seines Zeichens. Johannes hat erzählt, im Kryptobereich haben wir aktuell drei Geschichten, die erzählt werden. Bitcoin-Geschichte, die ist so ziemlich fertig erzählt. Da passiert nicht mehr wahnsinnig viel. Dann haben wir die Ethereum-Geschichte. Da passiert jetzt noch ein bisschen was. Und aktuell, ziemlich im Hype, haben wir die DeFi-Geschichte. Und eventuell, wenn es klappt, könnte halt irgendwann nächstes Jahr oder in einigen Jahren halt noch eine vierte Geschichte fortgeführt werden. Und das ist die Geschichte über die DAOs, über die dezentralen autonomen Organisationen. Ich würde einschmeißen, dass da noch eine Geschichte dazugehört, ja? Nämlich die Geschichte der Privacy Coins. Die haben wir gesehen, die extrem Aufwind bekommen haben in letzter Zeit. Angefangen mit Monero und Co. Und ich glaube, viele Leute wechseln gerade auch in solche Privacy Coins. Und gerade was die Regulierung angeht, könnte ich mir vorstellen, dass auch da noch viel Musik drin steckt, auch wenn von vielen Exchanges und aus regulatorischer Sicht da versucht wird, natürlich so einen kleinen Riegel vorzuschieben. Ne? Ja, ist nicht ohne. Kann ich dir zustimmen. Dann hatten wir noch den Markus Büch letzte Woche zu Gast. Ja, der hat halt natürlich auch einige interessante Anmerkungen von sich gegeben. Ralf, willst du was dazu sagen? Ja, das war der Beginn der Diskussion, wie, ich sag mal, aus rechtlicher Betrachtungsweise die ganze Krypto-Geschichte weitergesponnen werden kann, die dann auch über unser ganzes Gesellschaftsrecht, auch den Rechtsbegriff, wer kann als eine juristische Ersatzperson bei Geschäften programmierbares Geld, Mikrotransaktionen, wo wir noch ein ganz offenes Feld haben, wo noch viel geforscht, gedacht, auch experimentiert werden muss. Maschinen zu Maschinen, selbstautonome Wirtschaftsobjekte, 3D-Drucker, die handeln und irgend so etwas. Und da hat er noch, glaube ich, uns auch in den Gedanken ein sehr, sehr weites Forschungsfeld eröffnet, wo gesellschaftsrechtlich, auch sozial, ethisch noch einiges zu berücksichtigen ist und wo wir noch viel erwarten können in der nächsten Zeit. Ja, wir müssen auch dazu sagen, wir hatten uns wesentlich mehr Fragen aufgeschrieben. Wir sind nur bis zur dritten Folie gekommen, wobei die erste Folie immer das Deckblatt ist. Das heißt, wir werden noch ein weiteres Gespräch, mindestens eins, mit dem Markus Büch machen müssen. Und ich glaube, auf der vierten Folie stand dann auch ein bisschen was bezüglich der DAOs, der juristischen Beurteilung und Einschätzung der dezentralen autonomen Organisationen. So, dann, was mir, ich hab ja das Buch Dezentrales Geld veröffentlicht und habe mir jetzt aktuell vorgenommen, in diesem Jahr die zweite Auflage rauszubringen. Und in diesem Zuge habe ich nochmal einige Sachen nachrecherchiert, unter anderem das ewig leidige Thema Stromverbrauch beim Bitcoin. Der Ralf und ich, wir waren ja vorhin bei dem Bundesbank-Forum-Vortrag mit dabei. Da werden wir nachher nochmal kurz drüber reden. Was ich dabei herausgefunden habe, sind natürlich, dass der Stromverbrauch bei Bitcoin ist halt die Sicherheit von Bitcoin. Und es gibt da natürlich so ein paar Sachen,
die Coinbase-Vergütung, also die Bitcoins, die sich jeder Miner zu Beginn der Transaktion in sich gut schreibt, führen ja nicht dazu, dass der Bitcoin, also dass der Stromverbrauch für das Bitcoin-Netzwerk steigt, sondern die Halbierung führt ja dazu, dass der Miner weniger Geld bekommt und künftig auch weniger Geld für Bitcoin ausgeben kann. Hängt jetzt natürlich wieder mit dem Preis zusammen. Aber was ich bemerkenswert fand, ist, wo es immer mehr Belege gibt in den letzten Monaten oder auch Jahren, viele Miner siedeln sich ja da an, wo die erneuerbaren Energien sehr billig sind. Das haben wir ja gesehen. Und passen, der Vorteil von Bitcoin-Mining ist, ich kann halt in solchen Regionen, wo es viel erneuerbare Energien gibt und wenig Verbrauch, kann ich halt durch Zu- und Abschalten von Bitcoin-Mining-Geräten das Überangebot an Energie recht gut ausbalancieren und ausnutzen. Und es gibt in dem Zusammenhang auch eine interessante Sache, Pipe to Crypto nennt die sich. Das heißt netzunabhängiges Mining. Es gibt ja beim Erdölförderung, bei Erdgasförderung, gibt es ja, sieht man ja auch auf den Bohrstationen, wird ja Gas abgefackelt. Und dieses Gas kann man zur Stromerzeugung hernehmen und damit kann man dann Bitcoin-Mining-Geräte ansteuern und kann da dieses Gas sinnvoll vernutzen. Und wichtig ist halt, dieses Gas ist ja netzunabhängig, das kann ich nicht irgendwo einspeisen und die Energie wird momentan in der Atmosphäre abgeblasen und könnte da sinnvoll für die Sicherung des Bitcoin-Netzwerkes genutzt werden. So, und in dem Zusammenhang bin ich dann auch auf den Herrn Kardaschew gestoßen, seines Zeichens russischer Astronom. So, und der hat mal 5 Stufen des zivilisatorischen Levels festgelegt. Und die erste 3 Stufe, nee, 5. 5, bei Wikipedia stehen 5. So, und die ersten 3 kann ich auch nur aufzählen, das stimmt aber. So, und bei der ersten Stufe ist es so, die erste Stufe des zivilisatorischen Levels bedeutet die Ausnutzung der vom Zentralgestirn einströmenden planetaren Energie. Das heißt, wenn wir auf der Erde die komplette Sonnenenergie nutzen könnten über Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, Solarthermie, Wellenkraftwerke und so weiter, dann hätten wir natürlich dieses Level erreicht. Plus Nutzen heißt ja auch, dass man Energie entsprechend speichern muss und auch verbrauchen muss. Speicherung ist ja auch wieder so ein Problem. So, und mit was kann man die verbrauchen? Da gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man schaut, wie man die Energie erstmal gewinnt und dann halt von mir aus auch in Sicherheit oder in andere Sachen umwandelt. So, und die zweite zivilisatorische Stufe wäre halt die solare, also die Energie eines Sonnensystems zu nutzen und die dritte die einer Galaxis. Und wie gesagt, diese Betrachtung, dass man das zivilisatorische Level über den Energieverbrauch definiert, fand ich eine sehr interessante Überlegung, die aber schon, naja, fast 60 Jahre alt ist. So, Markus? Ja, ich finde das gar nicht so ungewöhnlich, denn ich meine, wir haben vor 40, 50 Jahren Raumschiff Enterprise gehört. Da hat man dort schon Sternenzeit-Block gesagt, wenn man heute Krypto-Bitcoin sagt, dann sagen wir auch, welche Blockzeit haben wir denn heute? Also das heißt, auch Raumschiff Enterprise hatte da schon Bitcoin damals im Blick. Insofern war eine gute Voraussicht, fand ich. Gut, Mario, dich wollte ich eigentlich ansprechen. Du warst so nachdenklich. Du hast jetzt in der Zwischenzeit nachgeguckt. Stimmen die 5? Ja, also es gibt 3 und 2 erweiterte noch. Also die 2 erweiterten geht dann aufs Universum und dann die 4. Und dann das 5. ist dann mehrere Universen. Aber es gibt halt, also die 3 sind die Hauptgruppen. Und das ist es halt. Also wir sollten uns einfach nicht immer darauf bedenken, weniger Energie zu verbrauchen, sondern am Ende ist der zivilisatorische Fortschritt halt auch mit daran zu messen. Und wir müssen uns einfach überlegen, wie wir besser Energie herstellen. Mal schauen, was man da... Das ist ein anderes Thema, aber...
Aber da sind ja einige Leute, Elon Musk und auch Max Kaiser und viele andere, sagen ja, dass gerade der enorme Energieverbrauch von Bitcoin, der ja an solchen Peripheriegebieten stattfindet, wo halt einfach überschüssige Energie abgenommen wird, das heißt bei den Hydrokraftwerken in China oder halt Geothermie oder auch an Ölfeldern, wo Gas verbrannt wird, dass das massiv zum Fortschritt beitragen wird, was die erneuerbaren Energie angeht, was die Effizienz angeht und so weiter und so fort. Und er glaubt halt, oder einige glauben halt, dass das wirklich dieser Punkt sein kann, wo durch dieses kompetitive Mining, was dann entsteht, was irgendwann mal vielleicht sogar auf staatliche Ebene gehoben werden könnte, was ja auch Max Kaiser glaubt, dass wir irgendwann sehen, dass Staaten es wirklich dann versuchen und da wirklich dann Innovation entsteht. Und ich weiß nicht, ich habe es irgendwann mal gelesen, wenn man die Sonnenenergie komplett irgendwie wandeln könnte, würde zum Beispiel eine Stunde Sonnenenergie den ganzen Planeten für einen Tag mit Strom versorgen. Da sind wir natürlich weit, weit, weit von entfernt. Ich hatte auch schon mal ein bisschen über Technologie gesehen, die versucht hat, Mondlicht in Elektrizität umzuwandeln. Auch das natürlich ist noch sehr, sehr schwierig. Oder halt diese ganzen Experimente von Tesla damals, wo die Energie quasi aus der Atmosphäre genutzt werden könnte und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der Fortschritt da uns einfach dann zeigen wird, was wir für Quantensprünge machen. Ich glaube, wir werden da noch in unserer Lebzeit in den nächsten 30, 40, 50 Jahren Quantensprünge in diesem Bereich erleben. Vor allem, wenn man auch mal jetzt guckt, wie nah wir am Thema künstliche Intelligenz sind, ja, wie massiv es da weitergeht, dass da wirklich dann die Quantensprünge entstehen, wenn halt ich sag mal, eine wirkliche künstliche Intelligenz zum Leben erweckt wird. Ja. Wer weiß, wenn sich sowas in einer Sekunde oder in 10 Sekunden das gesamte Wissen der Menschheit aus dem Internet einverleibt, was dann passiert. Irgendwer hat es mal gesagt, dass das wird dann so schnell, so intelligent, das wäre so, als würde man einem Affen probieren zu erklären, wie ein Flugzeug technisch funktioniert. Der Mensch könnte gar nicht mehr mithalten. Ne? Und Elon Musk arbeitet ja dran, an unserem Chip, damit wir mithalten können. Naja, ich denke, wir wollten mal einen Rückblick machen, bevor wir jetzt zu weit in die Zukunft schauen. Ich würde gerne dann noch was, und zwar was, wo wir da gerade bei Stromverbrauch waren, Mitte des, und wir haben auch über China geredet und über, du hast über Bitcoin geredet und Stromtor. Mitte des Monats haben die Chinesen, gab es ein 18. April ungefähr, gab es bei den Chinesen ein Minenunglück in einem Kohlekraftwerk und da hat die chinesische Zentralregierung bestimmt, dass drei Kohlekraftwerke, wenn ich mich recht entsinne, abgestellt werden müssen. Und als Ergebnis auf diese Abstellung eines Kohlekraftwerks in Sichuan, glaube ich, ich habe es bestimmt falsch vorgelesen, wir verlinken den Artikel dann noch, ist das Bitcoin-Mining-Netzwerk, die Hashrate um ungefähr 20% abgestürzt. Daraufhin dann auch, wenn man sich dann den Preischart anguckt, so Mitte April rum auch der Preis sehr stark. Aber habt ihr dafür standen jetzt 20% der Miner von Bitcoin in diesem einen? Das wird spekulativ diskutiert. Das eine, es wurde ja zeitgleich auch gesagt, dass die Chinesen jetzt die Bitcoin-Mining-Rechenzentren generell mit einer hohen Auflage oder alle Rechenzentren abfragen, macht ihr Mining? Ja, nein. Welche Energieformen nehmt ihr? Und gleichzeitig ist das auch mit dieser angeblichen Abschaltung gewesen. Es sind Spekulationen. Es kann keiner genau nachvollziehen, ob der Einbruch der Hashrate wirklich daran lag, dass die drei Kohlekraftwerke ausgefallen sind. Auf der anderen Seite wissen wir, dass mehr als 50% der Hashpower in China erzeugt wird vom Bitcoin. Aber ganz genau nachvollziehbar ist es nicht. Warte mal kurz, was ich noch anmerken möchte. Der Punkt ist, nur, dass 50% der Hashrate aus China kommt, glaube ich nicht ganz. Der Punkt ist meistens, die Mining Pools, also die quasi die Aufträge zum Rechnen an andere Rechner verschicken, die sitzen halt zum Großteil oder zu 50% in China. Es gibt aber auch Länder oder in anderen Ländern Miner, die sich diesen chinesischen Mining Pools angeschlossen haben.
Und wenn der Poolbetreiber keinen Strom hat und somit auch keine Datenpakete aussenden kann, dann ist halt sein kompletter Pool, der über die Welt verteilt ist, natürlich da auch betroffen, dass die zur Hashrate nicht beitragen können. Das heißt, 50% der Hashrate würde ich sehr vorsichtig ansetzen. Aber Ralf, du wolltest noch was sagen. Vielleicht erzählst du noch mal was zu dem Bundesbank-Vortrag, wo wir beide vorhin teilgenommen hatten. Ja, da ging es darum, dass die Deutsche Bundesbank informiert hat, sind die derzeitigen Überlegungen zu digitalen Zahlungsvorgängen, auch zu digitalem Geld. Da gibt es auch immer die Unterschiede oder nicht klare Definitionen. Was ist digitales Geld? Man kann das eigentlich unterscheiden in digitale Zahlungsvorgänge, Payments, und das eigentlich kryptoprogrammierte Geld, die programmierten Token, die dann nicht ein Zahlungsvorgang sondern digital programmierte Eigenschaften von Geld darstellen. Die Zukunft ist eigentlich noch unklar, man ist da sehr offen. Auf der anderen Seite passierten ja auch in diesem Monat schon zwei sehr richtungsweisende Dinge. Das eine war die Europäische Investmentbank, die eine Anleihe abgewickelt hat über 100 Millionen Euro. Und dann hat auch, glaube ich, eine deutsche Bank Kredite vergeben für 2 Jahre. Das sind alles, für mich sind das Dinge, die sagen da nicht ganz die Wahrheit. Ich glaube, dass die EZB schon sehr, sehr tief drin in diesen ganzen Digitalisierung des Geldes ist. Die probieren einiges aus, machen das nicht ganz publik. Die Chinesen sind da für mich transparenter. Die sagen, wir machen das, wir wollen erreichen bis da und dahin in Europa. Und auch, das sagte ja der Bundesbank-Vorstand, Herr Balz, dass Europa an einigen Stellen aus seiner Sicht ein bisschen weiter ist als die USA. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, dass die USA, wenn sie müssen, den Vorhang des digitalen, das nennt sich ja dort Digital Dollar Projekt, was von Accenture im Wesentlichen getrieben wird, dass sie den Vorhang schnell aufziehen würden, wenn sie müssten. Aber solange sie noch mit dem herkömmlichen SWIFT-Zahlungsprotokoll Steuerung, das ja auch für geostationäre, sage ich mal, geopolitische Beeinflussung genutzt wird, solange wie sie das noch haben, so eine Frage kam ja vorhin auch, werden die das nicht machen müssen. Nur wenn der Druck und der Erfolg von China zu groß wird, dann wird sich auch, glaube ich, die europäische und damit die deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank, wir haben ja das Eurosystem, das heißt, die deutsche Bundesbank kann ja nicht mehr selber agieren an dieser Stelle, sondern die EZB wird es machen, wir haben das Eurosystem, dann wird dort sicherlich auch schnell etwas passieren. Da gab es ja noch die Frage, auch wo Unklarheit herrscht, werden wir ein kontobasiertes System haben oder werden wir ein inhaberbasiertes System oder Zahlungsvorgänge haben? Die Antwort war ein bisschen kryptisch. Es könnte sein, dass beides kommt, aber da kann ich die Vor- und Nachteile nicht ersehen, die man daraus ersieht oder die daraus erwachsen. Auf jeden Fall viel erzählt. Ich glaube, der Burkhard Balz, der weiß, wovon er spricht eigentlich, aber er darf eben auch nicht allzu viel sagen. Das ist meine Meinung dazu. Tu mir nochmal dein Bild kurz runternehmen und wieder einschalten, weil du bist gerade eingefroren. Und dann hat ja ein Herr Knobloch vorhin auch bei dem Vortrag eine Frage gestellt gehabt. Wie schaut es denn mit der Anonymität eines digitalen Euros aus? Ja, dieser Knobloch hat diese Frage gestellt, die wurde auch mystisch beantwortet. Wir können uns das vorstellen, aber wir verraten euch nicht genau wie. Man könnte ja auch sagen, es wird wieder Bitcoin-Pseudonym, aber naja, Anonymität im Bitcoin-Bereich haben wir nicht, dort haben wir Pseudonymität. Ob es jemals im Kryptobereich mit den kryptoforensischen Methoden, die ich jetzt sehe, die mir bekannt sind,
überhaupt eine Anonymität noch gibt. Nach dem, was ich weiß, kann man dann mittlerweile auch Monero über Metadaten sehr, sehr gut, auch Tornado Mixer mittlerweile sehr gut auflösen, wenn man ein bisschen rechnen lässt. Und Chain Analytics hat da was Gutes gemacht. Insofern glaube ich nicht mehr an eine absolute Anonymität von Kryptowährungen. Und ich glaube, dass es bei dem digitalen Euro, wenn er denn kommt, ja, schon eine gewisse Anonymität, genauso wie das heute mit dem Bargeld ist, auch geben wird. Ich meine, unser Bargeld, wir wissen auch, dass die Banknummern, wenn sie denn durchlaufen, die Geldscheine haben ja alle eine eindeutige Nummer, dass die auch durchaus bei 10% aller Durchläufe irgendwo registriert werden und sich aus diesen Metadaten heraus durchaus im Extremfall auch ein paar Verläufe nachweisen lassen, wo ist dieses Geld langgegangen. Aber da wird man uns auch nicht alles erzählen. Also Bargeld ist in der Hinsicht auch nicht ganz anonym. Und genauso wird sich das mit dem digitalen Euro oder digitalen Währung auch aus meiner Sicht ergeben. Zeigst du dich mal wieder, Ralf? Ich bin die ganze Zeit zu sehen. Nee. Für uns ja, aber halt, ich bin da, ich glaube kaum, dass es Anonymität geben wird im digitalen Euro. Ich glaube, die werden es vielleicht behaupten, dass es vielleicht eine Art Anonymität gibt, aber hundertprozentig würde ich davon ausgehen, dass sie es definitiv nachvollziehen können. Es wird vielleicht nicht kommuniziert und dann irgendwann heißt es dann in Zukunft vielleicht, ja, bei Verdachtsfällen können wir das halt de-anonymisieren. Ja, und dass sie es dann für jeden machen können, ist wahrscheinlich auch ganz klar. Ich glaube kaum, dass das möglich ist. Aber du hast gerade auch Monero angesprochen. Ja, da gibt es einige Bestrebungen. Das IRS in den USA hat da ein paar Aufträge am Laufen, um halt Monero zu de-anonymisieren. Und es gibt viele Privacy-Chains, die gerade halt auch von sich reden machen. Eine gute Empfehlung ist Pirate Chain. Ja, da kann man sich mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich selber halte Pirate Chain jetzt nicht. Ja, aber viele von Pirate Chain sind halt extrem davon überzeugt und haben viele gute Argumente, warum das so ein Coin ist, der gerade durch die Decke gegangen ist. Also vor einem Monat zum Beispiel war Pirate Chain bei, weiß nicht, 28 Cent und war in der Spitze dann ab Mitte April bei knapp 16 Dollar, von 30 Cent auf 16 Dollar war ein ziemlich krasser Run. Und ich sehe viele Communities gerade wechseln auf Privacy-Coins. Ja, also es ist nun mal so, was hat Bitcoin damals groß gemacht? Da kann man diskutieren, was man will. Es war Silk Road. Es war dieser Marktplatz, wo du alles hast kaufen können. Die Leute das Gefühl hatten, ja, wir können hier anonym quasi unsere Sachen bewegen. Und das ist natürlich heute nicht mehr möglich. Heute ist es nichts mehr anonym im Bitcoin-Netzwerk. So viele Stellen und KYCs und Chainalysis, da gibt es viele Punkte, Ansatzpunkte, wo man einfach dann das Ganze nachvollziehen kann und höchstwahrscheinlich auch immer den Nutzer ermitteln kann. Und wir kommen aber jetzt in eine extrem spannende Phase, wie ich finde, nämlich Atomic Swaps, Cross-Chain-Swaps, die gerade stattfinden. Und das geht jetzt zunächst mit Monero, mit Pirate Chain, mit solchen anonymen Coins kannst du Atomic Swaps machen, halt ohne KYC, non-custodial. Und das wird, glaube ich, einen neuen Run auch oder einen weiteren interessanten Run für Privacy Coins bringen, weil die Menschen, die das benötigen und das wollen, das werden höchstwahrscheinlich natürlich die sein, die ein bisschen sich außerhalb bewegen von der Legalität. Das werden vielleicht Leute in der Sexindustrie oder sonst wirklich sein, die einfach Wert auf Anonymität legen. Und ich glaube, wenn wir so Cross-Chain-Swaps haben ohne KYC, dass sehr viele Leute einfach sagen, hey, wow, klar, lege ich ein bisschen von meinem Vermögen hier in so einem Privacy-Coin, wo niemand sehen kann, wie ich hier Transaktionen mache, mit wem ich Transaktionen mache, wie viel auf meinem Wallet ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Coins florieren werden, gerade auch, wenn dann mal die Möglichkeit der Bargeldabschaffung wirklich im Raum steht und digitale Euro und Co. kommen, dass Leute dann auf so ein anonymes Zahlungsmittel zurückgreifen werden, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da bin ich auch sehr interessiert, an diesem Bereich einfach zu gucken, was passiert hier in der Entwicklung. Weil ich niemandem raten würde, sein Vermögen in so einen Coin zu stecken zurzeit.
Also was jemand mit seinem Vermögen macht, das muss er immer selber wissen. Ja, also aus regulatorischer Sicht ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil so ein Coin kann delistet werden und so weiter und so fort. Das muss jeder für sich selber entscheiden, gar keine Frage. Bitcoin ist ein angesehenes Asset mittlerweile, voll reguliert in vielen Ländern. Und es ist natürlich was anderes, wenn du in einen Coin investierst, wo Tesla und Aktienunternehmen investiert sind und in so einen kleinen Privacy-Coin, der fast gar keinen Use-Case hat zurzeit oder vielleicht im Darknet benutzt wird. Das sind schon zwei ganz verschiedene Welten. Aber nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass diese Welt von der Regulierung weiter aufblühen wird, wie es halt immer so der Fall ist. Ne? Guck dir die Prohibition an. Damals in den USA, Alkohol wird verboten. Und auf einmal wird mehr Alkohol konsumiert, ja, im Untergrund halt. Apropos Prohibition, auch Monatsrückblick, wir wissen, dass ja einige Länder, die mit ihrem normalen Währungssystem Schwierigkeiten haben, die Türkei aktuelles Beispiel für letzten Monat, die jetzt den Bitcoin-Handel zum 30.04. verboten, das Bezahlen in Kryptos und auch das Handeln von Kryptos in der Türkei komplett verboten haben. Das sind vielleicht auch mal einige, sag ich mal, was im Rahmen der G20 passieren könnte. Das sind vielleicht auch mal ein paar Gehversuche, ob man wirklich in der Lage ist, innerhalb eines Landes, vielleicht auch Staatenverbundes, gewisse Kryptowährungen zu verbieten. Man, aber das ist genau, wie du das sagst, sehe ich auch so, würde die G20 sich einig sein und den Bitcoin verbieten wollen, würde wie in der Prohibition oder in den USA, wo man auch versucht hat, das Gold oder verboten hatte, privaten Gold zu besitzen bis zu einer gewissen Höhe. Es hat keiner das Gold zurückgegeben. Und genauso würde das hier mit dem Bitcoin auch passieren, Schwarzhandel, wie auch immer. Das sehe ich genauso. Und aber mal schauen, wie das mit der Türkei und anderen Ländern da weitergeht. Ich weiß nicht, Indien. Ich glaube, die Türkei schießt sich damit ins Abseits, ne? Also mit so einem Move. Die Währung ist im freien Fall. Ich glaube, 1 zu 10 ist der Wechselkurs. Vor ein paar Jahren waren es 1 zu 2. Also da sind die so eine Technologie wirklich, ich sag mal, ein bisschen ja einfach nicht zu umarmen, mit offenen Armen willkommen zu heißen im Land. Ja, ist nicht sonderlich förderlich für die Innovation, ne, aus meiner Sicht. Aber das müssen die da drüben selber wissen. Also ich wollte noch einwerfen, Dennis, du hast gesagt, Bitcoin ist reguliert. Das stimmt nicht. Bitcoin reguliert sich selber. Bitcoin ist akzeptiert. Das meine ich. Die Exchanges sind reguliert. Die Ein- und Austrittspunkte vom Bitcoin-Netzwerk sind reguliert. Aber wie gesagt, die Büchse der Pandora ist geöffnet und du kannst sie nicht wieder zumachen. Ja, genau so sieht es aus. Was ich auch interessant fand, dass der Namensgeber einer neuen Chain, die ja herauskam auf Tendermint, ist Tor, die Tor-Chain. Das könnte aber wirklich, oder ich beobachte das jetzt mal seit 2 Wochen, die Tor-Chain ist ja, wenn ich das richtig verstehe, kann man auch dort, ich sag mal, Token handeln, unabhängig von auf welcher Chain ich gerade bin. Richtig. Das ist eine Bridge-Technologie und soll ganz stark ausgebaut werden. Ich habe mir das heute nochmal genau angeguckt. Da kommen dann jetzt im Wochenrhythmus andere Tokens noch dazu. Genau. Und Monero und Co. wird halt auch eingebaut. Das ist genau diese Tor-Chain-Geschichte, die ich ansprechen wollte. Und, Also ich persönlich gucke mir das jetzt noch an, gebe mir noch eine Woche und wahrscheinlich werde ich da mal ein bisschen zu lang. Und dank unseres Namensgebers nickt weise und milde lächelnd, ja. Ja. Auch wenn man sich Torchain mal anguckt, ne? Also wenn man jetzt mal auf den 3-Monats-Chart guckt, vor 3 Monaten war das Ding bei $3, okay, jetzt bei $16, jetzt ist es nicht so krass, aber diese Cross-Chain-Technologie ist einfach gerade, ich sehe viele Entwicklungen, nicht nur Torchain, auch andere Entwicklungen in diesem Bereich. StakeNet kenne ich dann auch, ist gut. Ja, genau. Und gerade Privacy-Coins wollen damit rein und die werden meiner Meinung nach davon profitieren. Stellt euch mal vor, diese Technologie funktioniert, es ist sauber, es läuft reibungslos. Wie viele Leute ihre Bitcoins da reinschmeißen, sich zum Beispiel einen Privacy-Coin holen, um damit dann neu wieder frische, saubere Bitcoins zu holen, kann ich mir schon vorstellen, dass das gemacht wird. Unabhängig von den reinen Kryptowährungen gibt es auch im Hyperledger-Protokoll das habe ich mir jetzt sehr stark mal angeguckt, gibt es dort auch eine Cross-Chain-Technologie,
wo sehr viele gute Patente auch angemeldet worden sind, unter anderem von Fujitsu und Accenture, wo, das nennt sich Cactus, wo man Tokens, unabhängig in welcher Chain sie jetzt gerade sind, dann auch dort, ich versuche das mal auszudrücken, dort, wenn sie jetzt von einer Chain in die andere wachsen, wandeln, dann auf der anderen Chain sozusagen geparkt werden und nicht mehr zum Kryptovolumen oder Geldvolumen dazugehören. Solche Mechanismen müssen dann in diesen Bridging-Technologien analog natürlich auch verwendet werden. Aber da glaube ich, diese Interoperabilitätslevel, der jetzt langsam anfängt zu wachsen, dem persönlich glaube ich, oder der wird auch eine große Zukunft noch haben. Und gerade der Torchain, die Torchain, die ja da vor hier mit im Hintergrund mit seinen vielen Bitcoins da anschiebt, ist schon immer interessant. Eine Sache vielleicht, Ralf, wenn du mal in diesem Thema drin bist, die ich dir mal nahelegen würde, wäre das Haven-Protokoll. Ja. XHV, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Auch sehr, sehr interessante Geschichte. Haven Protocol arbeitet ja auch am Thema Private Money, und du kannst dort private Stablecoins, also anonyme Stablecoins auf der Chain dann generieren. Auch sehr, sehr interessantes Projekt. Ich habe mich auch da mal ein bisschen jetzt oberflächlich mit befasst. Es passiert in diesem Bereich einfach sehr, sehr viel. Stell dir vor, du hast einen privaten Stablecoin, finde ich auch wirklich sehr, sehr interessant. Ja. So, Dennis, dein Ding da hinten im Hintergrund ist halt dunkel. Schalt mal dein Bitcoin ein. Du musst mal dein Ethereum lieber einschalten bei dem Preisgewitter, was da gerade passiert bei Ethereum. Er will nicht angehen hinten irgendwo. Wir sind schon wieder bei All-Time-High bei Ethereum gerade wieder. 3.320. Ich als bekennender Ethereum-Maximalist kann nur sagen, ja, das ist schon die Zukunft unserer Finanzindustrie. Die Central Finance, die schalten wir in 10 Jahren spätestens ab und dann ist alles dezentral auf Ethereum. Aber Ethereum hat da noch viel nachzuholen. Also ich sag mal, die haben ja wirklich jetzt, klar, wir haben es gesehen, die Gas-Fee, wir hatten eben kurz drüber gesprochen vor der Aufnahme, die wirklich ja extrem hoch war, wieder runtergekommen ist, sehr stark schwankt. Es ist immer noch sehr teuer. Inwiefern hat denn dann Ethereum was nachzuholen? Ethereum ist doch der Erste am Block. Nachzuholen, was die Skalierung angeht, meine ich. Wir sehen jetzt zum Beispiel Binance, Smart Chain, kannst du natürlich jetzt nicht mit dem Ethereum-Ökosystem vergleichen, aber alleine auf PancakeSwap hast du teilweise mehr Transaktionen als auf der gesamten Ethereum-Blockchain, weil es einfach günstiger ist, schneller ist, und da Ethereum hat einfach extrem an Boden verloren in meiner Welt, weil die Skalierung zu langsam da ist. Aber so war es mit Bitcoin in 2017 genauso, und es hat ihm auch da kam auch von überall her, in 2018 kamen die Kopien, da kam Bitcoin ABC, da kam Bitcoin SV, alle wollten es besser machen. Mhm. Am Ende der Bitcoin hat gewonnen, und genauso wird es bei Ethereum genauso funktionieren. Ja, na klar, auf Binance Smart Chain gibt es unendlich viele Transaktionen bei PancakeSwap. Aber auch die Binance Smart Chain wächst immer mehr so stark, dass man irgendwann nicht mehr davon ausgehen kann, dass sie überhaupt noch von Nodes betrieben werden kann. Und wenn man halt nur 21 Nodes am Start hat, die am Ende alle von einer Entität betrieben werden, ist es auch klar, dass die Transaktionsgebühren niedrig sein können. Also mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass die Leute, die hier zuhören, nicht denken, es ist klar, das große Geld wird gerade auf der Binance Smart Chain gemacht. Da wird auch gerade da passiert ganz viel, aber das ist alles getrieben von Profiten. Das wird nicht überleben. Also der Vorteil ist einfach, Binance steht dahinter mit einem riesen Ökosystem an Nutzern. Und klar, wenn es günstiger und schneller ist und wir in so einem Hype-Cycle sind, du kannst es mit Ethereum in keinster Weise vergleichen. Also die Entwickler-Community bei Ethereum ist meiner Meinung nach die beste der Welt, die größte der Welt. Aber sie haben einfach Market Share eingeboost. Stell dir vor, Ethereum hätte skalieren können. All das mit Binance Smart Chain wäre nie passiert, so in diesem Maße, wenn das auf Ethereum hätte möglich sein können. Aber so funktioniert der Markt nun mal. Ja? Das bringt die ETH-Developer unter Druck, und was zu mehr Innovation wieder führt, denke ich. Also ja, Competition ist ja immer gut. Ja, na klar. Aber ich habe auch zurückgeblickt mal im letzten Monat. Ich hatte auch eine sehr interessante Entwicklung gesehen. Und zwar, dass sich unsere gute alte Deutsche Telekom im Kryptomarkt als Infrastruktur, Krypto-Infrastruktur-Provider stark gemacht hat. Unter anderem Chainlink und Flow
Da hatten wir in meinem Blockchain-Meetup ja auch eine Vorstellung und die Ankündigung letzte Woche, dass sie als Infrastrukturprovider bei Zelo, bei der Zelo-Chain eingestiegen sind. Ich denke, da ist in der Zukunft von der Telekom auch noch einiges zu erwarten. Die wird auch eine richtige Krypto-Tochter scheinbar gegründet haben. Aber dazu werden wir in einem unserer nächsten DeFi-Podcasts hoffentlich von der Telekom zwei interessante Personen haben, den Alexander Eveling und den Johannes Schrader, glaube ich, die uns dann ein bisschen mehr zu Zelo und sowas erzählen können, sodass man dort auch ein bisschen besser versteht, warum es sich lohnt, dort als Infrastrukturprovider, als Good Old Telekom eben nach neuen Geschäftszwecken zu suchen. Aber das war für mich auch eine interessante neue Meldung. Ja, dann heute habe ich auch noch mal geguckt in dem Monatsrückblick. Unser aller Tech-Tier, technischer Vordenker Elon Musk, ja, was der zur Zeit mit uns macht und wie der mit uns mit dem Dogecoin spielt, also das ist heftig. Seit Februar, ne? Seit Februar. Und jetzt hat er ja auch wieder zugeschlagen. Dennis, was denkst du denn dazu, was er da treibt? Ja, also es gibt ja auch das eine oder andere Video von Dogecoin und Elon Musk, wie er darüber redet. Er sagt, ja, es ist schwer wirklich zu beurteilen. Ich glaube, er spielt wirklich einfach nur damit. Es ist wirklich für ihn so eine Art Spielchen, ja, um zu gucken, was er da bewegen kann. Dogecoin, wer sich den Coin anguckt, ein reiner Joke, ein Spaßcoin mit einer Marktkapitalisierung von, ich müsste mal gucken, also es ist verrückt auf Platz 5. 53 Milliarden Dollar ist das Ding wert. Kann das nicht also, mehr sein, wenn es auf Platz 5 ist? Also, ja, es ist verrückt, drüber nachzudenken. Es hat diesen Hype wieder losgetreten. Natürlich auch viele Leute, die investieren jetzt wieder in irgendwelche Coins, die einfach, wo es dann 100 Milliarden oder eine Billion Supply gibt. Es ist verrückt. Also ich glaube, Elon Musk, ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich ernst nehmen. Also ich bin jetzt selber kein Dogecoin-Fan. Ich finde, der sieht cool aus. Ja? Das Meme Dogecoin ist schon cool. Ja? Kann man sagen, was man will. Aber ernsthaft in diesen Coin zu investieren, sehe ich nicht. Kein Development. Das ist, ich glaube, es ist ein Bitcoin-Fork. Ja? Also auch bei Dogecoin sind die Gebühren mittlerweile recht hoch, wenn das so passiert. Und es wird nichts entwickelt. Also es ist, ich sehe es sehr, sehr kritisch. Ich persönlich, wenn jemand zum Spaß sich ein paar Doge holen will, keine Frage. Aber Elon Musk hat natürlich durch diese ganzen Erwähnungen als reichster Mann der Welt viele Leute einfach auf den Plan gerufen. Ja, also ich wurde auch von verschiedenen Leuten angesprochen, die gesagt haben, Dennis, ich habe mir Dogecoin gekauft. Ich so, warum? Ja, Elon Musk hat darüber getwittert. Ja, also man, ja. Von Leuten, wo man es nicht erwartet, die trauen dem Musk einfach, weil die halt sehen, klar, der ist der reichste Mann der Welt und der ist innovativ. Und wenn der das sagt, hat das schon irgendwie Hand und Fuß. Und klar, hättest du vor einem Jahr Dogecoin gekauft, hättest du jetzt ein Vermögen damit gemacht. Ne? Aber es ist für mich eher nichts Nachhaltiges. Ne? Das ist, ich glaube, das ist genauso. Nummer 5 und offensichtlich derzeit ein akzeptierter Wertespeicher. Schauen wir mal hin. Elon Musk hat ja auch ein bisschen durch seine damalige Mitbeteiligung Gründung am PayPal und dort die PayPal-Tochter diesen Monat, Venmo, der Zahlungsdienstleister, Bezahldienstleister ist ja eine PayPal-Tochter, hat ja auch 4 Token in diesem Monat sozusagen in seine Bezahldienstleistung aufgenommen. Hm. Venmo ist innerhalb der USA am bekanntesten und einer der bekanntesten, also Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Bitcoin BCH, also der Nachfolger da, Bitcoin Cash, haben sie mit aufgenommen. Ganz interessant, fand ich. Und nicht zu vergessen, Coinbase. Coinbase, der Börsengang, der ja so viel eingespielt hat, ich glaube am 14. April. Und die ganzen Executives haben die Shares abgeladen, alle mal im großen Stil. Gedumpt. Kasse dann, gemacht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Coinbase groß geworden, ist ja zwar eine zentrale Exchange, aber mit dezentralen Finanzen groß geworden. Ich meine, wir haben es ja gehört, wahrscheinlich ist Bitcoin ja auch DeFi in dem Sinne, es ist dezentral, aber kann man noch diskutieren. Aber die haben den Schlag in die alte Welt gemacht, die sind herkömmlich, haben die ein IPO gemacht,
also ein initiales Offering. Und die waren, glaube ich, sind jetzt noch 65 Milliarden Dollar schwer und sie waren mal 85, ja, oder 80. Die sind, glaube ich, mit einer größeren Valuierung als die New York Stock Exchange an den Markt gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Und das zeigt ja für mich, dass, oder wo ich sage, es finden jetzt Erschütterungen statt, wo die good old Finance oder die klassische Finanz Stück für Stück von solchen Newbies übernommen werden, die dann vielleicht auch mal unter Umständen die neue SEC darstellen könnten, im Extremfall, wenn es dazu kommt. Ja, die Frage ist. Du hattest vorhin angesprochen, 10 Jahre, aber ich glaube nicht, dass das, also wenn jetzt DeFi den anderen Markt übernehmen sollte, denke ich nicht, dass das 10 Jahre dauern wird. Also wenn sie es schaffen, dass sie das irgendwie übernehmen, dann wird das innerhalb von 5 Jahren, vielleicht auch innerhalb von 3 Jahren signifikant sein. Es hängt viel einfach an der Skalierung der Blockchains. Ne? Also stell dir vor, es kommen eine Milliarde auf die Blockchain rauf, 1 Milliarde Menschen, geht ja gar nicht. Ne? Also da muss ich noch einiges tun. Ne? Wobei ein Teil der Transaktionen laufen ja bei den Zahlungsdienstleistern ab. Also wenn du jetzt alle Transaktionen, die mit Bitcoin angucken würdest, die nur bei den Börsen laufen, dann hast du schon ziemlich viele, die nicht auf die Kette gehen. Ja. Und aber eine Sache möchte ich nochmal sagen bei Dogecoin und Elon Musk. Er hat in irgendeinem Video-Interview nochmal gesagt, warum denn nicht, warum soll denn nicht ein Meme-Coin die Nummer 1 werden? Irgendwie sowas in der Region. Und das wäre ja eigentlich so der größte Finger, den man dem alten System stecken könnte, wenn so ein Meme-Coin wirklich das wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Technologie es einfach nicht hergibt. Aber ich kann den Ansatz schon verstehen, sowas zu sagen. Einfach sagen, dieser Spaß-Coin hat quasi euch das Spielchen verdorben. Ja? Also du kaufst dann Autos und Immobilien mit Kaugummi-Bildern. Aber die Frage ist ja, sind denn nicht doch schon die, ich sag mal, die BlackRocks dieser Welt nicht doch schon auch alle auf Krypto unterwegs, weil alles das, was Geld und Anlage bringt, also ein Speicher ist oder womit Geld zu machen ist, dort geht das Kapital hin, wo das meiste machen. Und das ist derzeit prozentual einfach Kryptobereich. Und wir wissen alle nicht wirklich, also ich kann es nicht einschätzen, wie viel der klassischen Finanzinvestoren oder Finanzverwalter, BlackRock hat 8,8 Billionen an Assets, verwaltet das mit Fidelity und dem anderen Netzwerken hinten dran. Ich hatte irgendwo gelesen, Ralf, dass BlackRock die zweifache jährliche Wirtschaftsleistung von Deutschland verwaltet, irgendwie sowas. Kann das, stimmt das? Ist das? Das stimmt, also, ja. Das muss man mal sich überlegen, oder? Ja, und ich meine, gucken wir uns nochmal an, BlackRock und Politik, wer war in Deutschland BlackRock-Vorsitzender? Friedrich Merz. Ja. Ah, okay. Und ich meine, er hat ja vor seinem Wahlkampf, dem beginnenden Wahlkampf, hat das ja im vergangenen Jahr, glaube ich, schon alles niedergelegt, das Amt. Er war ja dann auch 65, aber okay. Und wer mir sagt, dass Herr Merz keine Verbindung zum Hochkapital hat, der sieht das irgendwie ein bisschen durch eine komische Brille mit einer Farbe, die ich nicht beurteilen kann. Aber kommen wir mal noch zu was anderem. Meinst du eine gelbe Brille, so wie diese? Ja, wir waren ja so, das ist ein bisschen jetzt der zur Politik. Wir haben das erste Mal eine Bitcoin-basierte Spende an die Grünen gesehen, die ja eigentlich eine Ökopartei sind. Und da gab es eine 1-Million-Spende aus Bitcoin-Gewinnen, die an die Grünen gegangen sind. Und ich habe mir... Es waren ja Bitcoin-Gewinne in Fiat, ne? Kann ja sein, egal. Aber trotzdem, es hat stattgefunden und es ist, dass die Grünen das annehmen. Ich habe mir heute wirklich mal das Wahlprogramm der Grünen durchgeguckt. Und da steht ja drin, dass die so etwas wie, Spenden transparent machen wollen. Und da steht auch drin, dass die den Bitcoin und sowas, wo Energie verschwendet wird, in Anführungsstrichen, er wird nicht verschwendet, das ist ja nur wieder eine Aussage. Also die sind da widersprüchlich in sich. Auf der anderen Seite steht auch drin, solange wie der Gesetzgeber die absolute Transparenz, woher die Gelder kommen und wie viel, durch den Gesetzgeber nicht vorgeschrieben ist, werden sie sich auch in dem Metier weiter bewegen, wie es jetzt ist. Das heißt, schön opportunistisch weiter dahin.
Ja, Bitcoin macht es möglich, dass auch die Grünen hin und wieder mal einen Spiegel vorgehalten haben, wie widersprüchlich sie doch an einigen Stellen sind. Ja, aber wenn die Grünen dieses Jahr in der Bundestagswahl ganz vorne mitmischen und die Kanzlerin stellen in Form von Anna Baerbock, dann wird Bitcoin-Mining verteufelt werden. Die bösen, bösen Bitcoin-Miner, die die Umwelt schleudern. Ja, da werden wir uns garantiert dann noch ein paar dieser Debatten anhören dürfen. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass auch ein Bitcoin-Verbot vielleicht von den Grünen im Raum steht. Ja, weil die sagen, das verschwendet, eine Transaktion verbraucht so viel Energie wie, weiß ich nicht, 10 Haushalte als Beispiel. Ja, also. Vielleicht sind die Grünen ihre Mitglieder oder ihre Fans auch diejenigen, meist immer mehr Akademiker, die auch vielleicht die meisten Kryptos halten. Also, glaubst du? Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Was auch ein interessanter, aus meiner Sicht in diesem Monat, was sich so abzeichnet, wir hatten ja so ein bisschen halbe Rückblicke, DeFi-Hype wäre vorbei, NFT hat gerade den hohen Hype und demnächst kommt ein vierter Hype, die Social Tokens. Habt ihr, außer dass es im Krypto-Kompass steht, das können ja auch sowas wie Privacy-Coins sein oder Social Tokens, was haltet ihr von den Social Tokens oder ist euch im April schon mal ein Social Token untergekommen? Letztendlich eine DAO oder eine Genossenschaft zu irgendeinem Zweck, eine Gemeinschaft sich zusammenfindet, die dann einen Token rausgibt, ja, und dann für soziale Netzwerke, für eigene Verwendung irgendwas macht. Habt ihr so etwas schon mal gehört? Oder? Ich habe von Elongate gehört. Ralf, wir hatten doch im April auch den Sergei da mehrmals von One Inch. Und die haben doch so einen Social Token. Ja. Mit dem One-Inch-Token kannst du ja bestimmte Parameter bei der One-Inch oder im One-Inch-Protokoll festlegen. Und im letzten Interview mit ihm, da haben wir ja mal, habe ich ja mal nach dem Unterschied zwischen der DAO und der Stiftung zur English Foundation gefragt. Und die Foundation, die Stiftung ist ja nur eigentlich die, sagen wir, die Geburtshelferin der DAO. Und die Verteilerin oder schöne dezentrale Verteilerin der One-Inch-Token, um später dann die DAO schön dezentral laufen zu lassen. Und wir haben ja gestern, der Mario und ich, wir hatten am Sonntag, am 2. Mai, nach dem Tag der Arbeit, haben wir ja die Token, die der Sergei den DeFi-Netz, also DeFi.jetzt Zuhörerschaft und uns, sagen wir mal, freudig überlassen hat. Die haben wir ja mal gezeigt, wie man die okkupieren und sich einverleiben kann. Und aber die haben wir ja auch so nicht so richtig. Bisschen dezentral verteilt. Aber so andere Sachen, ich denke mal, das, wie es der Johannes schon sagte, mit den DAOs, das ist eine Sache, die jetzt so langsam, denke ich mal, losblubbert. Und ich muss anmerken, die älteste DAO hat nicht der Christoph programmiert, sondern die ist bei Dash. Dennis? Sagt mir ja. Die Dash haben doch eine DAO. Ja, richtig, aber inwiefern das wirklich jetzt so relevant ist, keine Ahnung. Also man hört ja, also das Größte ist ja immer diese Ethereum-Klassik-Geschichte und so weiter, Rollback der Chain. Aber bei Dash, wirklich befasst habe ich mich damit jetzt nicht. Bei Dash. Ist auf jeden Fall, die machen ja auch viele Investments darüber, ne, über die DAO, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, bei Dash ist es so, dass du hast ja, auch bei Bitcoin hast du ja ein zweiteiliges Netzwerk. Du hast die Miner und dann hast du die normalen Knotenrechnerbetreiber. Und die Knotenrechnerbetreiber bei Bitcoin werden nicht, also deren Arbeit wird nicht honoriert. Und im Dash-Netzwerk ist halt so, dass von den Blockbelohnungen gehen halt 40% an die Miner, 40% an die Knotenrechnerbetreiber, die heißen Masternode-Betreiber. Und 20% geht in die DAO. Und die Masternode-Betreiber können quasi abstimmen über Vorschläge, wie das Geld aus der DAO ausgegeben werden kann. Genau.
Und das ist eine der ältesten DAOs, dezentralen autonomen Organisationen. Und durch die Token auf Ethereum-Blockchain versucht man dieses Modell, was halt bei Ethereum ja nicht geglückt hatte am Anfang, einfach wieder aufleben zu lassen und zu neuer Blüte gereifen zu lassen. Ja, vielleicht war es ein Vorläufer, der ein ähnliches Ziel hatte, aber die DAO als solches wurde eigentlich erwähnt, richtig schön bekannt durch Christoph Jentsch, seinen damaligen DAO-Exploit, sage ich mal. Wahrscheinlich wird es dazu sogar, ich glaube, es könnte auch sein, dass es verfilmt wird, aber da weiß ich nichts Genaues zu. Schauen wir mal. Aber wir haben ja den Christoph nochmal geplant bei uns im Podcast Ende Juni, 5 Jahre nach dem DAO-Ereignis. Ne? Da kann man vielleicht nach vielen interessanten, vielleicht auch mal ein paar Details, die noch nicht so ganz bekannt sind. Wir werden es sehen. Eine News, aber würde ich gerne mal ansprechen, nämlich Elon Musk natürlich wieder das Thema, die Tesla-News. Ja? Tesla hat ja im Februar für 1,5 Milliarden verkauft und im April hat Tesla Bitcoin verkauft. Ja, und da würde ich einfach mal gerne wissen, wie ihr das so einschätzt. Also ich persönlich glaube ja, wenn wir mal einen Bärenmarkt sehen, dass Firmen wie Tesla, MicroStrategy und Co., die werden ihre Bitcoins abverkaufen und den Preis weiter drücken, um die Shareholder happy zu halten. Andere glauben, nee, die werden die auch die starken Hodler sein und ne, die werden die Bitcoins eher beleihen und nicht abstoßen. Was glaubt ihr da, wenn jetzt die Institutionen weiter reinkommen? Stoßen die es ganz einfach ab oder werden sie sagen, wir machen es anders? Also ich glaube, es waren ja jetzt 10% von dem, was sie gekauft haben, haben sie mal kurz wieder abgestoßen. Ich nehme an, dass sie daraus ein bisschen auch gewinnen, wieder was anderes kaufen, quer investieren. Ich kenne nicht genau die Vorschriften, aber ich glaube, das liquide Geld, was eine Aktiengesellschaft in den USA anlegt, das muss irgendwie gemeldet werden. Ja, ich glaube ich, aber ich bin da nicht ganz fit. Und insofern würde man ja sehen, wenn sie wieder woanders in den Kryptomarkt reingehen. Im Nachhinein würde man es sehen, klar. Ja, wo sie reingehen, weil das irgendwie meldepflichtig oder ankündigungspflichtig ist. Aber ich glaube, dass meine Einschätzung ist, dass die jetzt zeitig drin waren, mindestens 50% des Wertes halten, hodeln oder die es vielleicht auch dann in DeFi anlegen. Das sieht man ja nicht, wenn die dann ein Brett Bitcoin rausmachen aus ihrem Bitcoin. Weil dort einfach zurzeit ganz andere Prozente generiert werden können, als bei Anleihen, Bundesanleihen oder sonst sowas. Ja. Vielleicht spekulieren sie dann auch auf die Wall Street Bets ein bisschen, auf fallende Kurse irgendwo. Wer weiß das schon, aber meine Ansicht wäre oder meine Prognose wäre an dieser Stelle, dass sie mindestens 50% für längere Zeit halten. Und der Elon, der verkauft ja auch seine Autos gegen Bitcoin. Also das ist ja dann der nächste Teil, wo man gar nicht mitkriegt so richtig, wie viel Bitcoin eigentlich in Tesla irgendwann steckt, wenn wirklich die Teslas vom Band rollen und gegen Bitcoin verkauft werden, dann werden die schon ein bisschen mehr verkaufen können wahrscheinlich auch, obwohl er gesagt hat, er hat nicht vor, die direkt zu verkaufen, sondern er möchte sie wirklich halten. Also inwiefern, hast du schon recht, inwiefern das mit diesem 10%igen Verkauf jetzt zusammenpasst, weiß ich auch nicht. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten, dass die nicht solche Diamanthände haben wie die Kleinanleger, die jetzt hier immer sagen, hodl till zero, also hodl das Ganze bis zum Ende. Das sind am Ende auch, wie schon gesagt, Firmen, die ihren Aktienhaltern da irgendwie Rechenschaft schuldig sind. Und die werden nicht den Bitcoin bis null halten. Ich sage jetzt mal nicht, dass der Bitcoin auf null geht. Die werden aber ihre Punkte haben, an denen die verkaufen. Auf jeden Fall. Und das sind dann Mengen, die werden dann allen wehtun. Aber jetzt steigen erstmal alle gerade ein. Jetzt reden wir ja noch nicht ums Verkaufen hier. Aber apropos Tesla. Tesla hat ja seine Aktien oder einen Teil seiner Aktien. Ist das auf Binance oder Coinbase? Also weiß ich nicht. Es wurden ja Tesla-Aktien tokenisiert, ein Teil. Ja, Binance hat da irgendwas gemacht, inwiefern das Tesla abgestimmt ist. Das weiß bei ich FTX gibt es sowas auch schon. Da kann man auch schon Binance-Aktien traden.
Ja, aber das sind, also Binance selbst hat Tesla-Aktien tokenisiert. Interessant, ja auch, weil ich sag mal, der Aktienmarkt ist ja eigentlich gut und überversorgt, das heißt, da ist Liquidität da. Und naja, wenn man bloß Anteile von Tesla-Aktien kaufen will, naja, vielleicht ist das ja der neue Markt. Ja, Warte mal von kurz. der. Ich würde die Frage auch nochmal beantworten. Also ich würde es auch so sehen, wie der Dennis oder wie der Mario das auch gesagt haben. Ich denke schon, dass die ihren Punkt haben, wo die das Ding, wo die Bitcoin und andere Kryptoassets verkaufen werden. Und das kann natürlich dann auch wieder zu so einem Kryptowinter führen, wie es 2017 mit der Einführung der Futures passiert ist. Das heißt, diese großen zentralen Halter von Kryptoassets, das ist eigentlich nicht gut fürs Ökosystem. Und ich hatte bei Ja, mir schon. nee, also hat nichts mit irgendwie dezentralen Geschichten zu tun, wirklich. Also wenn du dir die Verteilung der Bitcoins anguckst, es ist nicht viel anders als im Fiat-Geldsystem. Eine kleine Clique hält den Großteil der Kohle im Fiat und ein paar Hodler halten inklusive Exchanges und den Großen halten der Großteil der BTC. Ja, also es ist schon nicht fair verteilt, sagen wir es mal so. Die Leute aus der alten Welt kommen mit F Koffer voller Geld in die neue. Ja. Und das hatte ich schon in Wenn meinem sie nicht Buch. genug Geld haben, dann wird die Presse angemacht und dann wird gedruckt, bis es nicht mehr Das geht. hatte übrigens nochmal, um nochmal zu den News zurückzukommen. Die Fed in Amerika hat auch wieder eine Sitzung gehabt vor einer Woche, glaube ich. Da hat mein neuer Lieblingsamerikaner, der Herr Powell, zum Ende dann auch wieder gesagt: Also, es läuft alles weiter wie bisher. Wir bleiben weiter bei 0% Zinsen und auch die monetäre Politik der amerikanischen Zentralbank hat sich jetzt nicht geändert. Also, ich sehe den Preis von Bitcoin sowieso, dieses Gespräch jetzt erstmal rein hypothetisch, denn solange Geld gedruckt wird, werden alle Assetpreise weiter steigen. Während sich alle fragen, woher die Inflation ist, steckt halt in den erhöhten Assetpreisen. Deswegen wird das Brot nicht so teuer wie damals. Ja, aber da gibt es ja jetzt, was Inflation angeht, gebe ich ja recht, ja, die ist noch nicht angekommen. Ja, aber man hört ja jetzt, gerade auch aufgrund dieser ganzen Lockdowns, die Weltwirtschaft quasi lahmgelegt haben, teilweise immer noch lahmlegen. Gerade im Baugewerbe hört man jetzt immer verstärkt Sachen, dass 40, 50% die Sachen teurer werden. Auch in Lebensmitteln wird es jetzt, es zieht überall jetzt so langsam an. Es kommt langsam jetzt rein die Inflation auch in den Alltag. Ich bin gespannt, wie stark und heftig das sein wird, ob das dann wirklich so stark ankommt. Aber ich glaube auch erst, ja, die Assets werden weiter aufgeblasen und da können wir im Kryptomarkt erstmal von profitieren. Die Frage ist halt wirklich, ne, was ist dann in ein paar Jahren 1 Million noch wert oder 100.000? Schwer Ein abzuschätzen. Bitcoin. Ein Vielleicht noch eine kurze Bitcoin. Anmerkung. Wir haben bei den Vermögenswerten haben wir eine ziemlich starke Inflation. Gerade jetzt sind bei den Kryptos, bei Immobilien, bei Aktien, bei Edelmetallen nicht ganz so stark. Aber das mit den steigenden Preisen, die du angesprochen hast, das ist ein Lieferkettenproblem. Gut. Was ich Weil meine, ist, die ausgemacht. meisten Leute kennen Inflation halt nur von früher, wie aus den Bildern aus dem Geschichtsunterricht, wenn dann die Leute mit Schubkarren Brot kaufen gegangen sind und so weiter. Sowas wird heutzutage nicht mehr passieren, weil man eben, weil wie du sagst, wir haben die Assets, in denen das Geld verschwinden kann, ohne dass der normale Bürger das merkt, großartig. Außer dass er jetzt mal wieder bei N24 liest, dass der Bitcoin bei 60.000 Dollar ist oder was weiß ich. Und dass das Haus jetzt nicht mehr 200.000, sondern Ja. 500.000 kostet. Ja. Tja, aber da wissen wir dann trotzdem alle noch nicht, wie könnte eine Zukunft des Geldes oder einer Werteäquivalenz, nennen wir es mal so, wie könnte das wirklich aussehen oder was ist die neue Die Werteäquivalenz? Chinesen haben da einen interessanten Ansatz. Das finde ich auch. Vielleicht kennt ihr diese Stadt in Österreich, wie hieße, die das Geld gemacht, den Wörgl. Ja, den Wörgl. Beschäftigt euch schon mit dem Thema Wörgl. Auch an die Zuschauer, sehr interessantes Projekt. Ja. In China gab es jetzt so die ersten Gerüchte, dass die CBDC, also das Zentralbankgeld, dort ein Haltbarkeitsdatum hat. Die werden sagen, pass auf, nach 30 Tagen verliert das seinen Wert, um halt Das den Konsum haben alle anzukurbeln und so lokalen, weiter. das haben die meisten lokalen Währungen. Ich hatte das bei mir auch, in Chopratala, in Mittweida gab es. Und wenn der 6 Monate nicht umgelaufen ist, dann 10% Wertverlust. Das ist Genau. aber ganz normal. Um, Das wird garantiert kommen, sowas, oder? ja klar, mit dem programmierbaren Geld bin ich der festen Überzeugung, ja.
Da denke ich auch, dass man da auf Zentralbank oder Vollgeld, wenn man es irgendwo angelegt hat, dann ab einer gewissen Höhe, die sehr niedrig vielleicht ist, schon Negativzinsen wirken, allein damit das Zeug umläuft. Aber das sind alles Spekulationen. Wir wissen es nicht. Der Thor und ich, wir verfolgen sehr intensiv auch den Verein Monetative e.V. Ich selbst bin dort jetzt aktives Mitglied, aber auch um zu lernen, vielleicht auch um dort etwas mal mitzugeben über Kryptotechnologie. Aber wie das wirklich genau aussehen wird und wie, ich sag mal, naja, unsere herkömmliche klassische Hochfinanz dort seine Hände im Spiel hat, ich weiß es einfach nicht, kann es nicht einschätzen. Aber vielleicht erfährt man, wenn man da jetzt öfters teilnimmt, dann nochmal ein paar andere Hintergrundinformationen. Schauen wir mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und was ich hoffe allerdings ist, wenn dieser starke Werteverlust oder was auch immer mit dem Geld passiert oder Crash, dass es nicht dazu kommt, was wir schon mal hatten in den 20er Jahren und 30er Jahren, dass dann so etwas über einen Krieg ausgetragen wird. Und das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Es wird andersrum gesehen, Ralf. Der Krieg wird diesen Crash verdecken. Ohne jetzt den Herrn. Gezündelt wird ja. Gezündelt wird ja schon wieder der beiden. So, und wir brauchen nur sagen, die aktuelle C-Krise hat ja auch ein paar Sachen, die im Hintergrund ablaufen. Wer hat das gesagt? Jetzt Marc Friedrich hat das irgendwo in einem Interview-Ausschnitt, hatte ich es gesehen. Die reale Inflation lag im letzten Jahr bei 13, irgendwas Prozent. Sagt er, also es ist schon, stell dir das mal vor, 13%, das ist schon, nicht ohne, ne? Tja. Ja, also ich hätte ansonsten nichts weiter, außer letzter Rückblick, die ich noch habe, Nachricht. Die Universität von Wyoming, die kriegt 4 Millionen US-Dollar von ihrer Staatsregierung, weil sie in Staken einsteigen kann. Das heißt, eine Uni als Krypto-Unternehmer, interessant. Was staken die da? Ich glaube, 3 Coins, da muss ich nochmal genau nachlesen. Die Meldung war auf BTC Echo. Da kann man nochmal genauer reingucken. Irgendwie 3 Coins oder 3 Blockchains, die ein Proof of Stake haben. Ich bin gespannt, was passiert, wenn Ethereum wirklich wenn das ETH 2.0 Staking wirklich voll funktionsfähig und sicher ist. Du kannst schon staken. Ja, klar, aber. Der Zugang, du siehst auch den Zugang auf einer Webseite, ja, diejenigen, die 32 Ether nehmen, umso stärker, je mehr Leute investieren, und dann ist das ja investiertes Geld, was sie da derzeit rauskriegen. Das führt zur Stabilität, deswegen hat man ja diesen Mechanismus bei Ethereum genommen. Und derzeit sind über 80.000 Nodes als Staker, also viel, viel mehr als Bitcoin-Nodes wir heute haben. Es gibt keine Blockchain, die mehr als Ethereum 2 hat, die gestaked werden. Das ist eine Frage der Stabilität. Und wir lassen pro Woche nur 900 weitere Staker rein, weil sie immer erst gucken müssen, funktioniert der Algorithmus, also das Peer-to-Peer alles, ja. Deswegen ist das ein langsames Anwachsen bei Ethereum und das alles ganz genau erklärt, bekommen wir alles nochmal am Mittwoch vom Christoph Jentsch bei der Ethereum 2.0 Vorstellung. Also ich glaube, dass wenn das alles wirklich vollumfänglich ausgerollt ist und dass wir da auch große, große Investitionen sehen werden in das Staking rein, weil du wirklich auch einfach Zinsen verdienst mit diesem Investment, was du bei Bitcoin ja nicht hast. Ja, zurzeit stehen ja die Staker Schlange und es kommen ja bloß 900 pro Woche rein, ne? Weil man ja viel experimentieren muss, um zu schauen, ist es noch stabil, funktionieren die Protokolle noch? Aber das Staking ist auch, genauso wie es die Telekom ja mal macht, die in das Infrastruktur-Staking bei Zelo und so weiter reingeht. Oder du hast eben andere, dass du als Validator einen gewissen Mindesteinsatz, der relativ hoch ist, schon mitbringen musst, ja, um überhaupt reinzukommen. Aber du verdienst letztendlich da Geld. Das ist Infrastruktur, also als Validator oder wie immer das dann heißt, in Staking oder bei Chainlink, ja, mit einem Mindesteinsatz oder Zelo. Und
offensichtlich lohnt sich das, sonst würde es die Telekom nicht und andere große Unternehmen nicht machen. Noch eine Anmerkung, dieses Staken führt ja dazu, zu einer Verknappung des Ethereum, des Ether. Und was ist dann der nächste Schritt nach Verknappung? Preissteigerung. So, und das haben wir jetzt gesehen, in den letzten Monaten ist ja Ethereum ziemlich gestiegen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, besonders im letzten Monat, der Bitcoin war rot, Ethereum war grün. Also eine Sache, die relativ selten, sonst haben sich die meisten Krypto-Assets immer so verhalten wie der Bitcoin. Ist der Bitcoin grün gewesen, nach oben gegangen, sind sie auch nach oben gegangen. Ist der Bitcoin nach unten, sind sie nach unten. Und da war es aber, an einem Tag habe ich es mal gesehen, der Bitcoin ist ziemlich stark gefallen und Ether ist gestiegen. Aber wir sehen ja auch gerade, wie die Bitcoin-Dominance unter 50% gefallen ist. Wir hatten es Ende 2017, am 17. Dezember 2017, als die Futures gelauncht sind. Klar, die Gebühren waren hoch, die Dominance ist auch, wo war sie in der Spitze bei 36, ich glaube von 90% auf 36% oder was es gefallen ist, die Bitcoin-Dominanz. Und wir sehen es ja gerade, diese 50%-Marke, die Altcoins haben einfach gut zugelegt. Ethereum führt das Ganze wieder an und es sieht sehr, sehr bullisch aus für die Altcoins, finde ich aktuell, gerade auch für die DeFi-Coins in dem ganzen Bereich. Also wieder spannende Entwicklungen, die hier passieren gerade. Könnte noch mal einen DeFi-Sommer geben dieses Jahr. Wäre schön. Haltet euch bereit, ich hätte nichts dagegen. Ich bin überzeugt davon, dass wir einen Run, also dass dieses Total Locked Value im DeFi-Bereich weiterhin exponentiell ansteigt, ist meine Prognose. Und bis dann die Regulierungsbehörden irgendwann mal versuchen zuzuschlagen. Aber genau wie der Bitcoin nicht regulierbar ist, bin ich der Meinung derzeit, dass auch DeFi nicht regulierbar sein wird. Das Einzige, was man regulieren kann, sind die On-Ramp und Off-Ramp, also wo ich von Fiat in Krypto oder zurückgehe. Ja. Da, glaube ich, wird das greifen. Aber wir haben heute auch schon gehört, dass ich ja selbst bei dem Swapping von Coins unter Umständen gar kein KYC mehr brauche, sodass ich da auch dann gar nicht mehr weiß, ja, wie komme ich rein und wo das noch hinführt. Tja. Also das ist für mich, Ralf, ein ganz klares Zeichen, dass wir einfach in der Krypto-Szene einen Zahn zulegen müssen. Wir müssen viel, viel, viel mehr Leute in Krypto reinbringen, weil wenn dann irgendwann mal die Regulierung so streng wird, könnten sie eigentlich diese On- und Off-Ramps cutten. Und dann haben wir Parallelwelten. Die nicht drin sind, können das über Bares oder über andere Tauschmöglichkeiten machen, aber die haben dann keinen einfachen Weg mehr. Und ich bin halt der Meinung, je mehr und schneller wir eine Krypto-Adoption in der Bevölkerung herstellen können, desto besser ist das fürs Ökosystem und desto bessere Chancen haben wir auch in Zukunft, das dann hier wirklich als Alternative zu nutzen. Aber ob Elon Musk mit Dogecoin da den richtigen Weg geht, wer weiß, vielleicht werden wir ein paar Jahre zurückblicken und sagen, wow, Elon, Dogecoin war der richtige Move, hast viele Millionen Menschen dazu bewegt, reinzukommen, vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Ja, da mag ich auch keine Prognose abzugeben. Was sagt denn eigentlich dein spezieller Freund, McAfee, Dennis? Der sagt gar nichts mehr. Der ist immer noch wrecked. Der ist immer noch wrecked, ja, also er hängt ja, wo ist er, in Spanien im Gefängnis, glaube ich noch, ja. Der wartet ja irgendwie seit vielen Monaten da um was. Also, ich habe mir selbst 2018, da war ich in Malta auf der Krypto-Konferenz gesehen, hatte da wie immer seine zwei Bodyguards, die ehemaligen Marines mit sich und hatte immer rechts seinen Whisky oder was er da trinkt, ja. Aber ja, da ging es noch. Aber ich glaube, der ist jetzt doch, wie alt ist er? 73? Und der Alkohol hat ihn und die Drogen wahrscheinlich schon ganz schön kaputt gemacht mittlerweile. Das gibt es natürlich nicht mehr so viel davon. Aber er war ein lustiger Entertainer, hat immer Spaß und kontroverse Debatten ausgelöst in der Kryptoszene, was immer die Medien auch dazu gebracht hat, darüber zu reden. Jetzt haben wir einen Elon Musk, der viel macht mit Dogecoin und Co. Aber ich persönlich, ich finde so einen McAfee, ich fand ihn immer sympathisch. Ob das jetzt alles richtig und toll war, was er gemacht hat und gesagt hat, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber es ist ein Charakter einfach, der irgendwie so ein bisschen fehlt. Ja, wirklich, der ein bisschen Spaß und Entertainment reingebracht hat. Aber gut, jetzt hat er andere Probleme. Ne?
Ja, ich denke, wir sind soweit mit unserem Rückblick durch. Und ich glaube, das sei denn von euch, hat jetzt noch jemand eine Meldung. Ansonsten, ja, the show must go on. Und wir sehen uns dann in einem Monat, denke ich, wieder zum nächsten Rückblick hoffentlich. Ja? Genau. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.